Oh, was? Oh, wow, wir haben ein Insektennetz gekriegt. Ui. Ein Schmetterlingsnetz. Okay. Können wir das damit etwa runterholen, die Kurbel? Das ist eine Kurbel. Wir haben eine Wagenheberkurbel gekriegt. Okay, was ist mit dem... Ach, der Fetzen war überhaupt nicht wichtig. Es war nur der... Now I can free the Jack. Nun kann ich... Was? Jetzt kann ich den Wagenheber mitnehmen. Wann wurden Wagenheber erfunden? Da kann ich jetzt nicht mehr hin. Da kann ich nicht mehr hin. Da kann ich nicht mehr hin. Da nicht mehr. Da nicht mehr. Ich glaube, wir haben ja alles. Ist hier eventuell noch irgendetwas? Nee, hier hatten wir schon etwas, ne? Ein Trugbild. Tja, dann haben wir, glaube ich, in der Bibliothek alles. Und mit dem Wagenheber kann ich jetzt den Balken wegpacken. Setze ich den etwa auf den Bären an, den Wagenheber. Nee. Er hat versucht, mich zu schützen. Warum nur? Keine Ahnung. Mikado, spielen wir jetzt. What are you? What strange eyes you have. Oh. Looks badly hurt. Unfortunately, I don't know how to heal animals. But I might know someone who does. Na gut, dann kommen wir wieder, wenn wir unseren Tierarzt gemacht haben. Wir haben die Herzhälfte gefunden. Das heißt, wir müssen. Arme Bär. Die Fährt des Bären doch. Ja, wo ist der Bär? Heiler gesucht. Ja, wir wissen sogar, wo wir hin müssen. Wir müssen eigentlich wieder ganz zurück. Ganz zurück. Have you found your sister yet, dear? Edward kidnapped her? I'm confused. The bear was nursing her. Are you certain? And now it's wounded? Necklace? What necklace? Show me. Too much information. It can't be. There is a healing salve recipe in my book. Please brew it and bring it to the castle. Brew it? I'll try to keep him alive. Hurry! Jetzt ist er spendabel. Mitte des 19. Jahrhunderts? Echt? Wurde der Wagenheber erfunden? Okay, ja gut, dann macht das Sinn. Der ist nur müde, ich glaube auch. Okay, wir haben aber jetzt... Warte, stopp. Was jetzt? Sollen wir jetzt... Ich hab doch... Hä? Wo ist das hin? Okay, wir sollen die Salbe machen. Alles klar. Erstmal haben wir hier ein Amulett. Was brauchen wir denn? Was ist das? Erbsen? Sind das Pastinaken? Sind das Marzipanblätter oder sowas? Was ist das alles? Heilende Salbe. Nimm Zauberwurz, den Schmerz zu lindern, des Hirsches Kron, das Blut zu hindern, das Herz schlägt recht durch Liebesbeeren, Mondlichtsamen Kräfte mehren. Was? Eine Alraune. Ein Geweih. Liebesbeeren. Misteln sind Liebesbeeren. Okay. Ach so, unter Mistelzweig küsst man sich. Ja, okay. Mondlichtsamen sind Mondbohnen. Die gibt's morgen zum Mittag. Mondbohnen. Okay. Gefährlich ist den Leu zu wecken. Verderblich ist das Tigers Zahn, doch der Schreckliche, der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. Das ist etwas, was ich kann. Okay, wir brauchen was? 7, 3, 2 und 5. Aber erstmal müssen wir die Zutaten haben. Also, Alraune, Hirschgeweih, Liebesbeeren, Misteln haben wir schon gefunden. Wo waren die denn nochmal? Und Mondbohnen. Wofür ich jetzt Mondbohnen? Ah, Wimmelbild. Sehr schön. Das Eichhörnchen frisst immer noch an seiner Walnuss. Okay, gut. Wir haben eine Objektliste. Ich mache mich mal weg. Mondbohnen Moonboot. Weiß ich nicht. Ich kenne nur Moonboots. Achso, soll auch Moonboot sein. Okay. These boots are made for walking. Da, 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 da. Okay, wir brauchen Reagenzglas-Set. Eichhörnchen. Ich steck dich in meine Tasche, du kleines Eichhörnchen, du. Oh, da ist eine. Guck mal, ein Flughund. Tintenklecks. Ist das hier der Tintenklecks? Nee, ne? Der ist auch... Ich glaube, dann ist es nicht vollständig. Mausefalle.
Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Okay, da ist die Mausefalle. Schöpfkelle. Das ist die Schöpfkelle. Fischgräte. Warte, die habe ich eben gerade gesehen, die Fischgräte. Wo war sie? Da ist eine. Was ist das? Knoblauch? Ah. Sand. Oh, Sand ist hier. Kamille. Warte mal, ein Reagenzglas-Set. Dann brauchen wir bestimmt... Warte. Hier ist noch einer. Es fehlt immer noch etwas. Ein Fläschchen wahrscheinlich noch. Reagenzglas-Set. Reagenzglas. Da ist noch eins. Nee. Ach, Tintenklecks. Warte. Okay, das war wortwörtlich so. So, Reagenzglas-Set. Sanduhr habe ich schon. Waage. Knauf. Mond. Rose. Rose? Mond. Das ist die Rose. Fischgräte. Waage, Knauf, Mond. Waage, Knauf, Mond. Ist das der Mond? Das ist der Mond, okay. Das ist der Knauf? Ach, so ein Schrankknauf. Ich habe nach einem Schwertknauf gesucht. Wow. Knauf habe ich. Ja, aber ich habe echt gedacht, dass ich dachte, das ist so ein. Das da. Ich habe nach einem Schwertknauf. Ist egal. Waage. Ah. Okay, wir haben es. Die Waage. Wir haben eine Holzscheibe und eine Waage. Aber uns fehlen ja noch ganz viele Zutaten. Aber hat uns der Bär nicht die Herzhälfte gegeben? Ich dachte, wir könnten jetzt hier oben das Amulett benutzen. Ich gucke nur gerade eben nach einem Trugbild. Ob hier drin auch eins ist. Okay. Was brauchen wir denn? Die Waage brauchen wir doch bestimmt hierfür, oder? Ja, die ist schmutzig, die Waage. Hier könnte ich die Heilsalbe herstellen, aber ich benötige zunächst die richtigen Zutaten und Hilfsmittel. Hirschquai brauchen wir. Ist das eine Angel? Da fehlt ein Haken. Sonst hat die Sache doch immer einen Haken, dachte ich. Okay, da fehlt ein Haken. Das ist der Tisch. Ah, wir könnten nochmal nach Trugbildern gucken. Hatten wir, glaube ich, schon eins gefunden, ein Trugbild, ne? Wir können auch nicht mehr zurückgehen, verdammt. Pilze, Honig brauchen wir nicht mehr, da können wir nicht mehr ran. Was? Nun gibt es keinen Grund, umzukehren. Als erstes muss ich die heilende Salbe... Aber wir brauchen noch Zutaten. Also muss ich das alles hier finden, was ich suche? Okay. Ah. Natürlich. Zum Sumpf. Ach, im Sumpf finden wir die Zutaten. Okay. Was ist das? Das ist ein Hobel. Oh, ein Hexenkreis oder ein Pilzkreis. Da liegt ein... Ist das ein toter Hirsch, ne? Nein, das ist kein toter Hirsch. Das ist nur sein Geweih. Eine Hacke.
Das Geweih schwimmt im Wasser herum. Leider ist es außer Reichweite. Mit der Hacke? Damit komme ich hier nicht weiter. Okay, dann haben wir hier einen Hobel. Ohne ein Messer ist der Hobel nutzlos. Jemand wollte wohl eine Art Rinne oder Trog herstellen, okay. Diese Pflanze sieht wie eine Alraune aus. Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich sie ausgraben. Mit der Hacke? Mit der Hacke? No! Was ist das? Was ist das? Ein Rankenemblem, okay. Nee, noch da. Ihr kleinen, fiesen Viecher. Ihr versteckt euch auch echt überall. Dann ist hier doch bestimmt auch noch irgendwo ein Druckbild. Da sind noch Pilze. Eine Hobbit-Tür. Ich kann ein paar halb verwelkte Ranken erkennen. Ach, warte. Rankenemblem? Natürlich. In den Baum. Wir können jetzt in den Baum gehen. Was? Das war ein Trugbild. Okay. Das ist ein rostiges Hobelmesser. Das heißt, wir müssen es erstmal entrosten. Was ist das? Ach, das sind die Mondbohnen. Das muss bewässert werden und der Mond muss drauf scheinen. Von einer solchen Pflanze habe ich noch nie etwas gehört. Doch, hast du. Du hast gerade was davon gelesen. Das heißt, wir müssen das reparieren und wir brauchen... Ja. Dieser ist kaputt. Ich brauche einen Ersatz. Natürlich. Und da oben ist was drin gewesen. Ah, jetzt kommt das Wasser schon. Es reicht doch schon aus. Es reicht doch schon aus. Nicht? Das könnte eine Mondbohnenpflanze sein, aber sie ist völlig getrocknet. Die guten alten Mondbohnen. Erinnert ein wenig an Trine 2. Ja, so ein bisschen vom Stil her, ne? Vom Zeichenstil her. Stimmt. So. Krummer Nagel, Alraune und ein rostiges Hobelmesser. Wie machen wir das denn unrostig? Das Messer ist rostig und stumpf. Ich muss es erst säubern und schärfen, bevor ich sie verwenden kann. Die Messer. Ha! Hab dich wohl gesehen. Ich wusste es. Oh Mann. Okay, aber alles andere muss hier überall sein. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir das vielleicht dann doch drin nochmal. Aber um. Krummer Nagel. Da fehlt ein Haken. Der Nagel vielleicht? Und nun haben wir eine Angelrute. Brauchen wir noch einen Fisch? Da war das. Ach, da war die Mistel. Oh, wir brauchen das Emblem, genau. Da war der Mistelzweig drin, den wir unbedingt brauchen. Stimmt. Das Geweihangeln. Das ist eine Idee. Ja, stimmt. Das Geweihangeln. Warum nicht? Okay, dann haben wir das Geweih. Wir haben die Alraune. Das Geweih. Wie entrosten wir das Messer? Zurückgehen will sie ja nicht. Alraune. Die liegt dann da oben. Das Geweih legen wir dahin, okay. Wir haben aber auch sonst nichts. Und zurück will sie. Also da, in die Richtung geht sie nicht mehr, ne? Nö. Heile Salbe, okay.
Hier kann ich noch hin. Ach Mensch. Den Bettstein, den hatte ich vergessen. Deswegen können wir doch noch rein. Wir haben jetzt ein Hobelmesser. Okay, gut. Jetzt können wir hier auch gar nicht mehr hin. Oh, was ist das? Stelle einen nützlichen Gegenstand her. Was muss man jetzt herstellen? Wir brauchen Scherben. Die können wir auf einmal so anfassen, weißt du? Die Scherben. Natürlich. 3x3. 3 versteckte Objekte in 3 Sekunden. Okay. Ja, jetzt hast du mich abgelenkt. Sonst hätte ich bestimmt noch 6x6 machen können. Danke, Spiel. Das suchen wir. Das. Das. Den Sockel. Oh, das ist gar nicht der Sockel. Das. Dann diese Frau. Das ist hier. Wo ist denn der Sockel? Da ist der Sockel. Und verstellen wir jetzt, ja? Spieglein, Spieglein. Nein, Windeseile. Schließe ein Wimmelbild unter einer Minute ab. Ui. Wir haben einen Spiegel gefunden. Können wir auch sonst nicht mehr hin? Treppe hinauf, okay. Hobeln. Wir müssen jetzt ein bisschen hobeln gehen. Okay. Gott sei Dank sind wir handwerklich geschickt. So, jetzt können wir die Mondbohne bewässern. Gott, hoffentlich ist das keine fleischfressende Pflanze. Jetzt sieht die Pflanze schon deutlich besser aus, aber sie braucht das Licht des Mondes und... Ah, mit dem Spiegel. Die macht komische Geräusche, die Pflanze. Ach, das Amelie ist auch da und dich habe ich da wohl gesehen. So, jetzt haben wir Mondbohnen. Warte mal, ist hier noch ein veränderliches Objekt? Ein Trugbild oder sowas? Weil das Spiel schmeißt uns gar nicht raus. Das schmeißt uns immer ganz gerne raus, wenn wir... Aber hier ist nichts Veränderliches, ne? Nö. Gut. Jetzt haben wir das Krähenemblem. Jetzt können wir uns die Mistel holen. Hallo? Hä? Hallo? Nein, das Buch... So, jetzt. October 23rd. He proposed and I said yes. A young noble and a simple village girl. It's like a fairy tale. October 25th. His family is against us, but we don't care. We will meet tomorrow in the woods and leave this place for good. I'm so excited. October 29th. He didn't come. I went to the castle, but they told me he wouldn't see me anymore. I was only some toy of his. All his professions of love. They were all lies! Curse you and your heartless kin! Who summons the spirit of the abyss? Yes, I see you, as I see all. Yes, your disgrace will be avenged. The curse shall be bestowed. No, I... The pact is sealed. The price will be paid. I shall return to claim your own blood. Oh, what have I done? Errungenschaft, was? Filmfanatiker? Den nächsten in ihrem Kino. Okay, oh warte, ich sehe gerade. Ups. Okay, wir haben die Misteln. Was für eine schauerliche Geschichte. Filmfanatiker, sieh dir die Hälfte aller Filmsequenzen an. Wieso werden die sonst übersprungen oder wieso? Werde ich dafür jetzt belohnt? Das sind die Bohnen, die sehen aus wie Erbsen. Ah, man kann ja Erbsen. Stille mit Hilfe des Rezepts die heilende Salbe. Jetzt diesmal müssen wir aber vorher gucken, was wir wie brauchen, ne? 7x Erbsen, 3x Alraune. 2 davon. Okay, 7 Erbsen. Waagschale ist völlig durchlöchert. Ich benutze besser die andere, um mich zu... Achso. Die Waagschale muss höher stehen, sonst weiß ich nicht, welche Menge ich bereits habe. Okay. 5, 6, 7. Ach so, 7, das ist die Menge. 7 Erbsen heißt die Menge. Okay, jetzt habe ich es verstanden.
Da kommt das rein, ja? Erbsen, ich sag's auch. Zwei. Was ist das? Was ist das? Ach, das ist das hier. Das geschrabbelte Horn hier. Zwei. Tut mir leid, kleine Alraune. Oh, jetzt kommt das. Warte mal, wie war denn das? Ach so, doch, ganz einfach. Fünf. Und jetzt Alraune. Und fünf Misteldinger. Schlage tot ein Schnippchen, stelle eine Salbe her. Okay. Wir haben die Salbe hergestellt. Heilende Salbe. Jetzt kann ich ja wieder zum Bären zurück, ja? Zum Wald. Zum Wald. Zum Schlossinneren. Die Treppe hinauf. Und da ist der Bär. Please, hurry. Give me the salve. Bitteschön. Och komm. Die reicht gerade für 2 Meter. He needs to rest a while, but we'll be okay. I don't know how to thank you. I'm so happy we met. Now go and find your sister, dear. I have to take care of him, but I'll try to find some way to help you. Okay. Der ist nur müde. Ja, das ist hat ja nicht lange gehalten, ne? Zum Innenhof können wir jetzt. Wir haben auch sonst nichts mehr, ne? Wir haben da unten noch die geheime Kammer, aber irgendwie... Gucken wir mal. Oh, eine Kanone. Okay. Das müsste ich schaffen. Klar, wir haben schon eine heilende Salbe und auch andere Sachen geschafft. Was haben wir jetzt? Ein kleines Fass. Als erstes muss ich das Schießpulver hineingeben. Okay. Schießpulver. Was? Ich könnte sie zu mir heranziehen, aber die Kette verhindert das. Was? Da ist Schießpulver drin. Der Deckel klemmt. Es wäre leichter, ihn einzuschlagen, als zu versuchen, ihn abzunehmen. Dich wohl gesehen, du. Einschlagen. Okay. Wir sollen uns einschlagen. Was ist das? Eine volle Ölkanne. Das ist ein Wimmel. Wer weiß, was die Salbe für Nebenwirkungen hat. Ja, wahrscheinlich. Ups, was ist das? Becher mit Wein. Becher mit Wein. Das heißt, wir müssen den Wein einschenken. Wo ist der Wein drin, ist die Frage. Ritterhandschuh. Oh, das ist so voll... Da ist der Ritterhandschuh. Das ist so vollgestellt, das ganze Bild. Vogelnest. Vogelnest, 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 Vogelnest. Was ist das denn? Das ist ein Pilz, ne? Feder ist hier. Glück und Kerze. Da ist die Kerze. Das ist nicht das Fernrohr, okay. Da ist das Fernrohr. Das ist ein Prügel. Okay, Quaste. Quaste ist hier. Raupe ist da. Vogelnest. Da ist das Vogelnest. Okay, die anderen Sachen sind versteckt. Das Visier fehlt. Ist das das Visier? Das ist das Visier, das ist der Helm. Okay. 12 Uhr mittags. Da ist ein Becher. Wir brauchen jetzt noch irgendwie eine Weinflasche oder so. Ist das der Wein? Das ist nicht der Wein.
Ist da Wein drin? Das ist auch nicht der Wein. Ein leerer Zinnbecher. Ja, wir brauchen Wein. Ist mir schon klar. Ach, das ist eine Eidechse um ihn herum hier. Okay. Müssen wir jetzt eventuell noch Wein pflücken, stampfen und dann 3 Jahre warten, bis der abgelagert ist oder so? Ach Mensch, 12. Jetzt fehlt noch ein Würfel. Eine 3 müsste hier noch rumliegen. Was ist das? Das wird eine Axt. Wo ist der Rest davon? Das ist die Axt, die war nicht scharf. Oh, die, oh. Oh Gott. Es ist, wir kommen ja bestimmt nochmal zurück, denn das sieht aus, als wenn das hier einen Engel geben würde. Ha, das ist der Wein. Ist das der Wein? Das ist der Wein. Okay, Becher mit Wein. Das Glück. Och, ich muss das würfeln. Dann haben wir die 12. Okay. Und ich suche hier immer noch einen dritten Würfel. Großartig. Glück. Kleeblatt. Was könnte es noch sein? Ein Schornsteinfeger ja wohl nicht irgendwie, oder? Glück gleich Kleeblatt. Wein, sag über Objekte. Amulett? Ein Amulett könnte es auch sein, ja. Aber find mal hier ein Kleeblatt mit dem ganzen Efeu-Gedöns hier. Ah! Es ist ein Kleeblatt. Ja, ein Kleeblatt. Wir haben die Axt, kriegen wir jetzt. Damit können wir... Ich vergiss... Wenn man sich so lange an einem Wimmelbild aufhält, vergesse ich schon wieder, was wir da eigentlich mit wollten mit den Sachen. Aber das wird wohl das hier sein. Fußfessel. Schießpulver sollte vorsichtig damit sein. Warum? Ins kleine Fass vielleicht? Ja, ins kleine Fass. Okay. Das heißt, wir brauchen irgendeine Ranke oder so dafür? Schießpulver, warte. Die Pulver kommt zuerst rein, ne? Dann brauchen wir eine Kanonenkugel, dann so ein Stopfvieh und dann eine Lunte noch und eine Kurbel. Brauchen wir eine Lunte. Die Holzbrücke ist an den Bogen gekettet. Ja, da hinten ist... Ah! Na, von wegen, da ist noch ein Schloss. Moment, Moment, es kommt gleich wieder, es kommt gleich wieder. Hab dich. Okay, warte. Ich kann auch immer noch einen Schritt zurückgehen. Was machen wir mit den Fußfesseln? Oh, warte, Öl. Öl. Jetzt fällt das Ding... Oh, Gott sei Dank. Es hätte jetzt ihm auch was daran fallen können, ne? Machen wir uns nichts vor. Es ist eine helle Bade und Fußfesseln. Was für Spiele machen wir jetzt hier? Wir können auch noch zur Bibliothek. Warum können wir noch in die Bibliothek? Gut, vielleicht hat das auch gar nichts zu bedeuten, dass wir hier reinkommen können. Okay. Können wir die Kette mit den Fußfesseln reparieren? Bild. Zum Turm. Das ist eine nette Kammer. Könnte dies ein Porträt des jungen Schlossherrn sein?
Rapante, Rapante. Was ist das? Ach, Schnur, okay. Okay, das war nicht so witzig. Da fehlt ein Knauf. Und sie ist ein Schwertknauf, hab ich doch gesagt. Schwert? An dem Schwert fehlt ein Griff. Wir brauchen den Griff. Wir haben eine Schnur, einen Kerzenständer und eine Hellebarde. Da haben wir ein Amulett. Her switchen. Okay. Hier ist so ein Schreibtisch. Was ist das? Ach, das wird der Schwertknauf. Das ist ein interessanter Schwertknauf. Ups. Ups. Ja, wir sind wieder ein bisschen clumsy. Der Schwertgriff wurde auseinandergenommen. Ja, was fehlt denn noch? Das ist Wachs. Da fehlt doch noch irgendwas. Das Buch kann ich nur mit einem bestimmten Emblem öffnen, das wir haben. Ein Bärensiegel. Vertont oder nicht vertont? Ist nicht vertont.